Ja, das Thema Prävention ist insofern ein großes, weil wir im Fußball, aber auch im Eishockeysport sehr viele Leistenverletzungen ursprünglich immer gehabt haben, die einfach aus der sportlichen Belastung resultieren. Und wenn man die Beweglichkeit der Hüfte nur als Beispiel zum Beispiel optimiert, beziehungsweise einfach nur schaut, dass genug Dehnformen, genug Ausgleichstrainingsformen, der nicht grundsätzlich immer im Training integrierten Muskelgruppen durchführt, dann lässt sich dieser Verletzungsanteil und zwar stark senken. Wir haben in der Vergangenheit da diverse Studien bei uns im Hause durchgeführt und wir sehen, dass die muskulären Verletzungen sich sicher um 70 bis 80% reduzieren lassen.